Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Flip and Change Bumblebee aus der neuen Transformers Movie 4 Line. Ja, die Figur ist ziemlich cool, gleich vorweg. Es gibt sie ja in drei verschiedenen Varianten, wie auch schon in meinen anderen Reviews zu sehen. Gibt es sie noch in der Version als Lockdown und als Drift. Natürlich gibt es dann auch noch den Grimlock. Der wird aber dann später präsentiert. Jetzt zeige ich euch natürlich erstmal Bumblebee und bevor wir aber zu der Figur kommen, wie immer, zeige ich euch ein bisschen was von der Verpackung. So, wir haben vorne einfach ganz schlicht das Transformers-Logo und hier in drei Schritten quasi kurz erklärt, wie die Figur zu verwandeln ist. Die Figur ist hier natürlich vorne in Roboterform dann im Display quasi zu sehen. Die Figur ist ab 5 Jahren quasi erhältlich, oder besagt, sollte ab 5 Jahren benutzt werden. Wir haben hier außen Bumblebee im Robotermodus als Artwork, finde ich ziemlich cool gemacht. Und was ich nur ziemlich lustig finde, hier vorne sieht man quasi den alten Bumblebee, der ganz am Anfang im Film drin vorkommt. Sehr lustig. Hier hinten haben wir ganz groß dann den Bumblebee im Robotermodus einmal abgebildet. Ich finde, hier auf der Verpackung sind definitiv die Schultern falsch verwandelt. Aber okay, ansonsten haben wir hier unten noch natürlich den Automodus, ist sehr schön. Und hier natürlich auch noch das offiziell lizenzierte Logo von GM. Und ja, ansonsten haben wir hier unten noch, was ich sehr lustig finde, weil hier oben haben wir drei Schritte. Hier unten sind es offiziell fünf Schritte. Also ein wenig paradox. Ja, ansonsten haben wir hier im Hintergrund natürlich auch noch diese ganzen Blueprints, was ich, wie gesagt, ziemlich nice finde. Und auf der Seite dann dieses schlichte Weiße der Box, ohne groß Extras, ohne alles drum und dran, ohne Texte, nur mit dem Autobot-Logo. Finde ich super geil. In die Richtung sollte Hasbro das immer wieder machen. Es macht deutlich mehr her, es sieht edler aus, als wenn die Verpackung wie hier komplett zugepflastert ist mit allem Möglichen. Und drunter sieht man nichts Besonderes. Ja, und oben auch sehr schlicht. Eine sehr schöne Verpackung, wie ich finde. Ja, und kommen wir jetzt einfach mal zu der Figur. Die Figur wird natürlich im Robotermodus geliefert. Wir haben sie hier im Fahrzeugmodus jetzt. Wir haben hier einmal richtig schön das Autobot-Symbol oben drauf. Bumblebee wird in einem Orange-Gold geliefert. Man sieht es jetzt hier nicht so richtig, aber es ist mehr Orange als Gelb. Es macht auf jeden Fall deutlich mehr her als die alten Versionen von Bumblebee. Und auch hier vorne die Details mit den Leuchten, finde ich, sind auch sehr schön gemacht. Leider ist das Logo hier vorne von GM nicht golden, wie auf der Verpackung angezeigt. Auch nicht silber, ist einfach nur schlicht farblos. Macht trotzdem einiges her. Und hier unten fehlen auch einige Details. Normalerweise wäre es hier silber. Ja, die Reifen sind hier ganz schlicht. Wir haben hier nichts groß, was man dahinter sieht. Und hier hinter, ich versuche mal das Licht anders zu drehen, sehen wir natürlich dann noch die Bremsscheiben. Ja, ansonsten hat die Figur ein paar kleine silberne Details. Ich muss meine Lampe erstmal wieder zum festen Stand bringen. Wie gesagt, hier einige silber Details. Was diese Figuren allgemein haben, die Flip and Change, was ich ziemlich schade finde, ist, dass hier oben alles ein bisschen locker aufsitzt. Ist also nicht wirklich steckbar, das finde ich schon sehr schade, aber das ist bei allen Flip and Change Figuren so und lässt sich nicht anders vermeiden. Ja, ansonsten haben wir oben noch schönes schwarzes Design, schön aufgebracht im Matt, finde ich, macht echt was her, und blaue silberne Scheiben. Ja, ansonsten hier unten haben wir jetzt ganz normal die Beine quasi, ansonsten hier hinten die Hände. Da finde ich alles trotzdem sehr stimmig mit untergebracht für ein Fahrzeug, auf jeden Fall. Ja, und die Verwandlung ist auch sehr simpel, damit kommen wir jetzt einfach mal gleich dazu. Wir klappen wie bei allen Flip and Change hier erstmal diese Rückseite auf. Und klappen anschließend hier die Seitenteile zur Seite weg. Und ja, dann ist es quasi hier schon die Flip-Funktion. Jetzt drehen wir mal die Kamera ein bisschen weg. Und dann drehen wir einfach nur die Figur in die eigene Richtung.
So, bis sie sich ein paar Mal gedreht hat. So, und jetzt haben wir quasi schon Bumblebee verwandelt. Wenn der Kopf, wie hier, wie immer, wie gesagt, das ist ein Problem bei allen Flip and Change, hier oben den Hals ein bisschen zu hoch hat, einfach runterdrücken und hier oben dieses kleine Rädchen einfach mal kurz zur Seite drehen. Und wenn das dann immer noch nicht klappen sollte, dann einfach nochmal eine Drehung weiter drehen, indem man halt die Figur noch einmal dreht. Schöner Vorführeffekt jetzt, klappt jetzt nicht auf Anhieb. Moment, das haben wir gleich. Ich muss gerade mal schauen, wo der Fehler liegt. Ah, da haben wir ihn schon gefunden. So. Ja. Na, das ist jetzt hier ein kleiner Fehler von mir gewesen. Es war eine Drehung zu viel und nicht zu wenig. Jetzt drehen wir hier oben die Teile wieder rein quasi. Der Kopf ist jetzt auch wieder ganz simpel. Das heißt, ihr dreht einfach dann noch einmal hier dieses ganze Teil einmal nochmal zurück und dann senkt sich der Kopf wieder ab. Kleiner Trick dabei, bitte dieses komplette Rückenmodul randrücken an den Körper. Dann wird der Kopf runtergedrückt und dann erst drehen und befestigen und schon ist wieder alles in Position. Ja, anschließend dreht ihr hier einfach nur die Arme runter. Hier ebenso. Dreht die Schultern nicht, ja, ich sag mal so, so steht es auf der Verpackung. Finde ich jetzt nicht so schön. Ich würde sie wie bei Lockdown und Drift ganz nach oben drehen. Das macht deutlich mehr her. Und können dann natürlich noch die Ellenbogen anwinkeln. Ja, und schon haben wir quasi Bumblebee fertig verwandelt. Sehr einfach, sehr schlicht gehalten. Hat einen sehr aggressiven Angriffsmodus, wie ich finde, also vom Roboter, vom Design. Die Hände sind auch ziemlich beweglich. Das heißt, wir können die Hände hier unten nach innen drehen, können die Ellenbogen knicken, ganz normal, können die Arme zur Seite winkeln, können die Arme komplett um 360 Grad drehen. Der Kopf lässt sich wie immer leider nicht drehen, weil er nur hinten aufgesteckt ist. Kann man aber bei dieser Figur im Gegensatz zu Drift und Lockdown sehr leicht beheben. Einfach hinten die Schraube aufdrehen, innen drin diesen viereckigen Pflock quasi, auf den die Figur ist, leicht die Kanten wegschleifen und schon könnt ihr den Kopf drehen. Bumblebee ist leider der einzige dieser ganzen Flip and Change Serie, der das so vermag. Ansonsten ist es bei den anderen nicht möglich, weil dort mehrere Pins quasi im Kopf drin stecken von hinten. Hier und da ist das nicht möglich. Bumblebee, wie gesagt, hat den Stift von unten und wenn man den leicht rund feilt, kann man auch den Kopf drehen. Ja, ansonsten, Bumblebee hat im Gegensatz zu den anderen Figuren sehr große Füße, nach hinten gehend. Finde ich ein wenig strange, macht aber trotzdem irgendwie nicht ganz so viel aus, finde ich. Ist trotzdem sehr passend gelungen. Ja, ansonsten hat Bumblebee, ja, ein, wie ihr vielleicht hier vorne erkennen könnt, kann Lampe nochmal nach vorne drehen, so, dieses neue Design hier vorne, das heißt, er hat nicht mehr hier diese den Frontgrill quasi drauf, sondern er hat hier diese böse Fratze drauf. Ihr erkennt hier richtig die Augen, hier quasi die Nase und hier dieses Grinsen. Finde ich, ist ziemlich geil gelungen auf jeden Fall, macht wirklich was her. Und der Kopf von Bumblebee ist auch sehr gut gelungen, wie ich finde. Die Augen sind grün-metallig. Sehr detailliert gegenüber der Deluxe-Version auf jeden Fall. Er hat vorne auf der Stirn, wie ihr es sehen könnt, ein Autobot-Symbol. Meine Lampe will mal wieder nicht stehen. Ihr seht hier oben ein kleines Autobot-Symbol. Ich guck mal, ob ich es näher ranzoomen kann. Ja. Hier oben, wie gesagt. Dieses Autobot-Symbol ist leider nicht farblich markiert. Ich würde es vielleicht rot einfärben. Sieht dann ziemlich cool aus. Ansonsten hat er hier hinten diese Flügel am Kopf. Finde ich, sieht auch ziemlich geil aus. Und hier oben, als wenn er hier so zwei zusätzliche Augen hätte. In der Serie, oder besser gesagt im Film, sind das quasi die, ist das die Battle Mask. Normalerweise müsste man das jetzt nach
vorne schwenken können. Das wäre eine ziemlich coole Idee gewesen für diese Figur. Und quasi das über die Augen drüber schieben. Das ist leider nicht möglich, was ich sehr schade finde. Wäre ein sehr geiles Feature gewesen. Gut, ansonsten, wie gesagt, ist die Figur vom Design her echt gut gelungen. Auch die Details machen echt was her. Ich wünschte manchmal wirklich, dass diese Deluxe-Figuren von der Optik so angepasst worden wären wie bei diesen Flip-and-Change-Figuren, weil es ist einfach cool. Es passt wirklich alles stimmig gut zusammen. Und das Einzige, was mich nur ein bisschen an Bumblebee so ein bisschen stört, ist, dass er ein riesengroßes Backpack hat. Normalerweise müsste man dieses ganze Backpack hier unten noch nach unten ziehen. Dann würde nämlich auch das Ganze hier verschwinden. Ihr seht, die Mechanik ist theoretisch da. Aber irgendwie funktioniert es bei dieser Figur nicht und ich kann mir nicht erklären, wieso. Ich vermute mal vielleicht, dass da ein Zahnrad vielleicht falsch ineinander greift. Da muss man wahrscheinlich einfach nur einen Zacken weiter drehen und dann wird es funktionieren. Ansonsten liebe ich diese Figur, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie gefällt mir eigentlich von allen drei bis auf die Farbe mit am besten. Drift ist hier immer noch mein Favorit auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Die Figur gibt es für ungefähr 35 Euro momentan im Handel von Hasbro eigentlich überall zu kaufen. Und Müller hauptsächlich hat die Figuren gerade vorrätig und Toys R Us. MyToys hat sie nur begrenzt. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Stores aussieht. In anderen Stores gibt es natürlich, also in anderen Bundesländern gibt es auch andere Stores wie Intertoys und so, die natürlich die Figuren auch haben sollen. Müsst ihr mal nachschauen. Ja, ansonsten war es das eigentlich für heute schon. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Es war ein kurzes Review. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ihr könnt mich abonnieren oder mich weiterempfehlen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, ich wünsche euch was. Euer Rexfor.